Dem Trend nach gemeinsamer Unterhaltung kommt die Volkshochschule Schwechat mit ihrem vielfältigen Programmangebot nach. Wir besuchten diesmal einen mittlerweile schon sehr beliebten Kurs, der wöchentlich im Seniorenzentrum durchgeführt wird. Dabei wird ordentlich tarokiert. Sie machen jetzt schon zum zweiten Mal so einen Kurs. Die Beteiligung ist erfreulich. Kann man sagen, ja. Es wäre vorgeschrieben oder gewünscht, 4 Personen mindestens, weil eine Viererrunde ist. Aber wir haben jetzt 16 Personen noch im zweiten Kurs. Das findet Anklang? Findet sehr guten Anklang und es ist auch verständlich. Das Kartenspiel ist eines der Spiele vergleichbar mit Bridge oder mit Schach. Also ein Familienspiel, ein Seniorenspiel, ein Jugendspiel, ein Studentenspiel, ein Klosterspiel und was besonders war, von der Historie her, auch ein Spiel des Militärs. In der Monarchie hat man das sehr gepflegt. Zum Beispiel Bagat, verglichen mit Papageno als letzter Stich, als Einser, oder den Uhu, eine Prämie als vorletzter Stich, oder bestimmte Könige, wenn man sie ruft und wenn man sie als Ultimo spielt. Was ist schwer zum Spielen? Das ist das König der Spiele. So wie es also ein Königsturnier gibt beim Skilaufen, beim Fußballspielen oder beim Schachspielen oder beim Autorennen, so gibt es also das Königrufen, die Königsklasse des Tarockspiels. Man kann Tarock zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen und die Vorstufe wäre das 20er oder 21er Rufen, aber wir spielen das Königrufen, das klassische Tarockspiel. Also die hohe Schule. Ja, so kann man das sagen. Und es dauert nicht gar so lang. Wir rechnen also in einem Semester mit 3 Monaten wöchentlich eine Runde von 1 bis 2 Stunden. Und nach 3 Monaten ist das perfekte Spiel. Sie können das dann sehen. Wir haben also 2 Kurse gerade laufen, wie die Herrschaften spielen. Die Hauschke sind uns herangetreten mit der Idee, auch einen Tarockkurs anzubieten. Und das Seniorenzentrum war wirklich so freundlich, uns die Räumlichkeiten anzubieten, weil sonst wäre es vielleicht an den Räumlichkeiten gescheitert. Die Hauschke hat heute ein Turnier hier mit der ersten Gruppe praktisch, mit den Fortgeschrittenen und mit den Neuen. Und ich wünsche allen viel Glück. Auch etwa 4-5 Spielen zeichnen wir genau auf, was jeder spielt und welche Punkteanzahl oder welche Prämien er genießt. Und die werden hochgerechnet bzw. summiert. Und nach etwa 1,5 Stunden wissen wir, wer ist im heutigen Spiel der Beste oder der Erste und wer der Letzte. Wer hat am besten im Kurs aufgepasst? Wer setzt sein Wissen am besten um? Das ist richtig. Man muss nämlich die Regeln genau einhalten. Und das ist etwas, was beim Tarockspiel auch dazu gehört. Regeln, an denen man sich hält. Man ist Gewinner, man ist Verlierer. Man muss mit Anstand und Würde verlieren oder gewinnen und braucht deshalb keine, weiß ich, Katastrophe spielen, sondern es ist eine Unterhaltung, ein lustvolles Spiel, eine wirklich gute Unterhaltung. Es gibt also 12 Karten für jedes Spiel und es ist jetzt die Kunst des Spielers, dass er das richtige Spiel mit diesen Karten durchführt. Und es zählt dann, wer mehr hat. Insgesamt gibt es 70 Punkte zu vergeben. Und wenn einer mehr als 35 hat, einen Punkt mehr, ist er Sieger. Das können auch 2 sein oder 3 sein. Wird der Kurs fortgeführt? Bleibt es im Programm von der Volkshochschule? Wir werden ihn fortführen. Es hängt halt immer von den Anmeldungen ab. Wenn zu wenig Anmeldungen sind, hier brauchen wir mindestens 3 Personen. Dann muss die Hauschke mitspielen. Wenn sich 4 melden, braucht er nur Lehrmeister sein. Spielt jetzt jeder der 4 für sich alleine oder gibt es da Partnerschaften? Ja, es gibt je nach Spielweise, gibt es also einen Solo, wenn man allein spielt, oder einen Rufer, wenn man sich einen Partner holt mit der Rufung eines Königs, oder wenn man zu dritt spielt gegen einen, wenn einer zum Beispiel das Spiel Piccolo, das heißt ein Stich, und die anderen 3 müssen trachten, dass er entweder keinen Stich oder 2 Stiche macht. Gibt es also eine Mords Gaudium. Das heißt, jedes Spiel ist dann eigentlich anders, jedes Spiel wird neu geformt und lässt überhaupt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu. Richtig. Es gibt also etwa 13 Spiele und zusätzlich für die Vorhand noch 3 extra. Und es gibt Prämien, den Einser, den Zweier, den Dreier, den Vierer.
Den müsste man dann als Letzter, als Vorletzter, als Drittletzter und Viertletzter machen. Das heißt, es müssen alle anderen Tarock weggespielt sein, damit also die Prämie zum Tragen kommt. Naja, dann sage ich, wie sagt man beim Tarockieren, gut Blatt oder was? Richtig, gutes Blatt.